Paprika und Chili gehören zur Familie der Nachtschattengewächse, Solanaceae. Die Gattung Capsicum zählt 5 Arten, die kultiviert werden. Capsicum baccatum, Capsicum chinense, Capsicum frutescens, Capsicum pubescens. Die meisten kultivierten Sorten von Gemüse und Gewürzpaprika gehören zur Art Capsicum annuum. Es gibt tausende Sorten, die vom milden Gemüsepaprika über wenig scharfen bis hin zu sehr scharfen Peperoni reichen. Die Vielzahl der Sorten unterscheidet sich außerdem durch Größe, Form und Farbe. Bestäubung. Paprika und Chili haben Zwitterblüten. Das heißt, sie hat männliche und weibliche Organe in derselben Blüte. Sie können sich selbst befruchten. Aber auch Fremdbefruchtung durch bestäubende Insekten, vor allem Hummeln und Bienen, kommt vor. Die Blüten reagieren empfindlich auf Temperaturschwankungen. Ist die Temperatur nachts zu hoch, 29 Grad, oder zu niedrig, 5 Grad, werden sie nicht mehr richtig bestäubt. In der Folge haben die Früchte nur wenige oder gar keinen Samen. Der Mangel an Samen beeinflusst die Größe der Frucht. Die beste Befruchtung erfolgt bei nächtlichen Temperaturen zwischen 12 und 16 Grad Celsius. Um die Selbstbefruchtung zu fördern, die Pflanzen während der Blüte regelmäßig sanft schütteln. Alle Arten der Gattung Capsicum verkreuzen sich untereinander, außer mit den Sorten der Art Capsicum pubescens. Um Verkreuzungen zu vermeiden, werden in den gemäßigten Breiten 2 Paprikasorten im Abstand von 100 Meter angebaut. Gibt es zwischen ihnen ein natürliches Hindernis wie eine Hecke, kann dieser Abstand auf 50 Meter reduziert werden. In tropischen Klimazonen muss zwischen 2 Sorten ein Abstand von 1 Kilometer eingehalten werden. Und von 500 Metern, wenn es zwischen ihnen eine Hecke gibt. Auch die Isolierung mit Hilfe eines Isoliernetzes ist möglich, um Einkreuzungen durch Insekten zu verhindern. Beim Anbringen der Abschirmung sollte man aufpassen, dass Pflanzen nicht zu sehr eingeengt werden, da Paprika und Chili sehr lichtempfindlich sind. Bei vermindertem Lichtangebot wachsen die Pflanzen schlecht und bilden nur wenig Früchte und Samen. In dem Abschnitt ABC der Samenproduktion werden wir auf die Möglichkeiten der Isolierung näher eingehen. Samenbau von Paprika und Chili. Meistens sind die Pflanzen einjährig. Im tropischen Klima können manche Sorten auch mehrjährig sein. Anbau und Vermehrung gelingen am besten in warmen Klimalagen. Die Samenträger von Paprika und Chili werden genauso angebaut wie die Pflanzen, deren Früchte für den Verzehr bestimmt sind. Von
jeder Sorte 6 bis 12 Pflanzen anbauen, um ausreichend genetische Vielfalt zu erhalten. Von der Blüte bis zur ausgereiften Frucht dauert es je nach Sorte 60 bis 100 Tage. Die Samenernte der Paprika erfolgt nur an gesunden und kräftigen Pflanzen, die man während ihrer gesamten Wachstumsperiode beobachtet hat und die den gewünschten Selektionskriterien entsprechen. Bei den Pflanzen regelmäßiges und kräftiges Wachstum, viele gut bestäubte Blüten und außerdem Zweige, die nicht brechen. Bei den Früchten guter Geschmack, sortentypische Form, Größe und Farbe, Dicke von Fruchtfleisch und Schale. Wählt man nur unter schon geernteten Früchten aus, können nicht alle Wachstumseigenschaften der Pflanze in Betracht gezogen werden. Für die Samenernte die Vollreife der Frucht abwarten. Die grünen Früchte werden rot, braun, orange oder gelb. Die hellgelben Früchte werden dunkelgelb, orange oder rot. Dann sind auch die Samen reif, deren Farbe sich ins Goldgelbe verändert hat. Keine Samen von unreifen Früchten ernten, da ihre Keimfähigkeit stark gemindert ist. Immer die Samen der ersten reifen Früchte einer Pflanze ernten. Die von späteren Früchten geernteten Samen sind weniger keimfähig. Niemals Samen von kranken Früchten nehmen. Auslösen, sortieren, aufbewahren. Achtung bei scharfem Chili. Die Samen unbedingt in einem gut gelüfteten Raum oder im Freien herauslösen, da die Schärfe Irritationen an Augen, Rachen und Nase hervorrufen kann. Dicke Gummihandschuhe und eventuell eine Schutzbrille tragen. Paprika oder Chilischoten in zwei Hälften schneiden und die Samen mit dem Messer herauslösen. Die Samen in eine Glasschüssel mit Wasser geben. Die Taubensamen schwimmen oben und können mit einem Sieb abgeschöpft werden. Die guten Samen unter einem Wasserstrahl reinigen. Nach dem Reinigen mit Wasser müssen die Samen innerhalb von höchstens 2 Tagen möglichst schnell getrocknet werden. Zieh dafür an einem trockenen, warmen Ort zwischen 23 und 30 Grad auf einem flachen Teller oder feinmaschigen Sieb ausbreiten. Kleine Samenmengen können in Kaffeefiltern getrocknet werden. Diese nehmen rasch Feuchtigkeit auf und die Samen kleben nicht fest. Höchstens einen Kaffeelöffel Samen in einen Filter geben. Mit wasserfestem Stift auf jeden Filter Art und Sortennamen schreiben.
Dann hängt man die Säckchen auf eine Wäscheleine an einem trockenen, luftigen Ort im Schatten. Die Samen nicht der Sonne aussetzen oder auf Papier trocknen, von dem sie sich nur schwer ablösen lassen. Immer ein Etikett mit Art- und Sortennamen sowie dem Erntejahr in das Samensäckchen geben, weil sich die Schrift auf dem Säckchen oft verwischt. Einige Tage in der Gefriertruhe vernichten Parasitenlarven. Die Samen von Chili und Paprika bleiben mindestens 3 bis 6 Jahre keimfähig. Bei Lagerung in der Gefriertruhe verlängert sich die Dauer der Keimfähigkeit.